Hi Leute, herzlich willkommen hier heute zu dem Update-Video. Und zwar bin ich jetzt seit 3 Monaten das erste Mal wieder in meinem Dorf. Und wir gehen hier gleich mal auf Neues und sehen gleich, okay, es buggt auf jeden Fall hier ein bisschen herum. Ich denke aber, das ist kein Problem, weil wir wollen uns heute, ich habe noch 62.000 Juwelen, ich spiele eh nicht mehr viel Clash of Clans. Deswegen nehmt mir das nicht böse, ich brauche die Juwelen wahrscheinlich eh nicht mehr. Deswegen möchte ich jetzt mit euch das Update einmal durchgehen. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt gar nicht, was es alles Neues gibt, aber ich denke mal, wir werden auf jeden Fall zuerst mal hier das hier verbessern. 2000 Juwelen ist okay. Okay, jetzt müssen wir das hier freischalten. Und schon haben wir Rathaus 11. Jetzt gehen wir mal kurz das Rathaus 11. Es tut mir leid, dass es so lange keine Videos gibt. Da wird auf jeden Fall für die, die mich vermisst haben, ich werde auf jeden Fall mal nochmal Bescheid geben, warum und wieso und was mit den Vlogs los ist. Aber jetzt geht es erstmal hier drum, schnell hier das Update zu machen. Also wir haben hier jetzt Rathaus 11. Ich würde mal sagen, wir tun erstmal unsere ganzen Fallen und... Ach, ich kaufe jetzt einmal hier das Gold voll und einmal hier das Elixier voll. So, Ich tue hier jetzt mal ganz kurz das alles reaktivieren. Okay, das sieht doch cool aus. Also das Design gefällt mir auf jeden Fall besser wie das Blaue, was sie uns mal vorgestellt haben vor 3-4 Monaten oder so auf dieser ClashCon. Oder ich weiß nicht, wie lange das her ist. Und da, das war der Zeitpunkt, wo ich eigentlich aufgehört habe mit Clash of Clans, weil das für mich in die total falsche Richtung ging. Aber jetzt sieht es wieder total cool aus, deswegen habe ich auch wieder Bock. Ich würde mal sagen, wir schauen gleich mal, was man sich, wenn man Rathaus 11 sich geholt hat, was man dann Neues bauen kann. Okay, großer Wächter. Wow, cool. Den kann man mit Elixier kaufen? Das wusste ich nicht. Das ist ja richtig geil. Also, wir haben hier jetzt den großen Wächter. Ich würde mal sagen, wir geben ihm gleich einen Schub. Verbessern ihn mal auf Level 2. Was kann er mehr? Schaden pro Sekunde 2. Trefferpunkte bekommt er 21 dazu. Und Regenerationszeit 2 Minuten auch dazu. Okay, das ist schon mal cool. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt so ein kleines Video, wo wir alles kaufen und dann werde ich in weiteren Videos das alles einmal durchgehen und erklären und die ersten Gameplays damit machen. Vielleicht machen wir ihn mal... Ne, wir machen ihn noch nicht auf Level 2. Das kommt in den nächsten Videos, okay? So, wir schauen mal, was kann man sich sonst noch so kaufen. Okay, man kann sich eine weitere Kanone kaufen, das ist cool. Wow, okay, seht ihr das? Hat sich das Feld jetzt vergrößert? Ich glaube schon. Hat sich das jetzt vergrößert oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Okay, wir haben hier jetzt die erste Kanone, die konnte man noch bauen. Hier kann man nichts mehr bauen. Verteidigung, noch ein Bogenschützenturm, okay, sehr cool. Und was kann man sich bei der Verteidigung noch kaufen? Ah, nochmal 25 Mauern. Das finde ich auch cool. Okay, die baue ich dann später fertig, dass wir das auch schon mal wissen. So, wir haben jetzt kurz das alles gerestartet und jetzt geht's wieder. Also das ist immer so, nach dem Update, da gibt es immer ein paar kleine Bugs und ich glaube, das Layout hat sich auf jeden Fall vergrößert. Ganz kurz noch zu meiner Stimme, ich bin ziemlich krank, deswegen hört sich das alles nicht so gut an. Okay, gehen wir mal hier rein in die Zaubersprüche. Da hat sich nichts verändert. Bei der dunklen Kaserne hat sich auch nichts verändert. Gibt es hier vielleicht neue Zaubersprüche? Kann man das upgraden? Nee, kann man auch nicht. Man kann, glaube ich, hier das Elixier verbessern. Okay, das können wir ja gleich mal machen. Was verändert sich hier vom Lagerplatz, ist die Frage. Ah, man kann 250.000 mehr lagern, okay. Man hat dann insgesamt 2 Millionen. Das heißt, man kann insgesamt dann 10 Millionen quasi lagern. Okay, das ist schon mal cool. Entschuldigung. So, ich frage mich gerade, was es noch so Neues gibt, aber es buggt hier leider gerade ein bisschen. Wartet mal, ich gehe mal hier rein, unter Einstellungen Neues. Ah, da sieht man das leider nicht. Ah, wir können diese neue Verteidigung bauen. Wartet mal. Wie bauen wir die jetzt? Wir gehen in den Job, Verteidigungen. Ah, Verteidigungen. Können wir uns noch einen X-Bogen holen? Machen wir auf jeden Fall. Dann können wir uns noch die Mauern holen, das mache ich später. Und noch einen Magierturm, den holen wir uns auch. Und wartet mal, wie heißt dieses neue Gebäude? Ich bin gar nicht mehr informiert, das tut mir echt leid.
Aber wir bauen das gleich mal. 1600 Gold. Und ich würde sagen, den tun wir auch gleich fertigstellen. Adler Artillerie. Alter, ich kann es gar nicht aussprechen. Sorry, ich bin ein bisschen krank. Ist auf jeden Fall cool. Ich würde mal sagen, das war es eigentlich soweit, was es so Neues gibt, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich frage mal hier. Ich bin nicht mal mehr in einem Clan. Hallo? Ah, ich glaube, hier gibt es noch was Neues. Ah, man kann... Oh, okay. Man kann das Labor verbessern. Entschuldigung. So. Man kann das Labor verbessern. Oh, Level 136. Und was kann man jetzt entwickeln? Man kann jetzt entwickeln, Hexe Level 3. Hexe Level 3, sehr cool. Das machen wir auf jeden Fall. Hier. So, Hexe Level 3. Und was kann man noch machen? Lakaien Level 7. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay. Dann haben wir hier jetzt auch alles. Ich glaube, das war's erstmal für das Update. Kann man hier noch was verbessern? Nein. Wartet mal, wir gehen mal hier oben rein, ob wir hier alles auf Max-Level haben. Nein, uns fehlt, also natürlich unser König ist noch nicht Max-Level und die Zaubersprüche, also die dunklen Zaubersprüche, die hatte ich noch nie Max-Level. Ich lese mich hier jetzt kurz rein und dann kommt auf jeden Fall gleich nachher das nächste Video. Ich hoffe, es hat euch auch, wenn es jetzt so durcheinander war und ich so verplant war, es tut mir wirklich leid, ich war nicht mehr ganz so drin in dem Thema. Aber ich hoffe, ich konnte euch das jetzt hier ein bisschen veranschaulichen. Wir können ja gleich mal vielleicht hier noch, haben wir gerade eine Hexe vielleicht? Dann greifen wir hier mal kurz an. Schauen wir mal, ob man, ja, hier haben wir gleich eine Hexe Level 3. Können wir gleich mal setzen. Okay, es kommen schon mal 5 Skelette, das ist cool. Was kommt sonst noch? Da kommt nicht mehr viel. Okay, schauen wir uns gleich mal den Lakai Level 7 noch an. Wow. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Wow, der sieht sehr cool aus. Er überlebt 3 Schüsse. Cool, das freut mich. Schauen wir uns mal den neuen König hier an. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, der König. Ich bitte um Entschuldigung. Ich muss mich hier jetzt überall kurz ein bisschen reinlesen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im nächsten Video. Und dann schauen wir mal, dass wir den König mal auf Level 5 oder so erhöhen, damit wir seine Ability quasi gleich mal anschauen können und schauen können, was da so abgeht. Wow, er steht richtig weit weg, das ist richtig cool. Ah, jetzt geht er down, geht relativ schnell down, aber das ist okay. Ich find's cool, das Update. Es bringt mal wieder ein bisschen neue Sachen mit rein. Rathaus 11 haben wir zu lange gewartet, aber ich find's jetzt nicht den mega Oberhammerkracher, dass es mich so richtig umhaut, aber ist auf jeden Fall cool. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt auch ein bisschen gefallen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und wir sehen uns gleich im nächsten Video. Ciao, ciao.